was geht ab, Freunde der gepflegten Zweirad-Unterhaltung? Vielleicht kennt ihr das Phänomen, ihr seid am YouTube schauen, findet irgendwie ein Video von einem und denkt euch, hey, warum habe ich den Typ eigentlich nicht schon früher gekannt oder Videos von ihm gesehen? So geht es mir zumindest ab und zu. Und deshalb dachte ich, ich mache mal eine Liste mit allen deutschen oder deutschsprachigen Motovloggern oder Motorrad-YouTubern. Also im entferntesten Sinne, da ist auch 1000 PS dabei oder Live on Two Wheels. Die sprechen ja kein Deutsch, aber irgendwie sowas in die Richtung. Und habe davon auch noch Kategorien gemacht, um die einzukategorisieren, je nachdem, was für ein Inhalt die so bieten. Die Liste mit allen Motovloggern oder Motorrad-YouTubern findet ihr am Ende vom Video. Ich mache euch einen Zeitstempel noch rein. Einfach, weil ich jetzt nicht 5 Minuten an die Liste einblenden will, weil das sonst irgendwie ein bisschen ein komisches Video wäre. Ja, der wird gefiltert. Ja, und dann blende ich euch mal auf der linken Seite schon mal die Kategorien ein. Ich habe das in 7 Kategorien unterteilt. Die erste Kategorie sind Motovlogger, also diese klassischen, ich fahre rum und rede über was. Gerne auch mal inhaltslos. Dann die zweite Kategorie ist für mich Infotainment. Das sind Leute, die halt eben auch Motovlogs machen, aber auch andere Videos und versuchen einen Mehrwert zu vermitteln. Da habe ich auch zum Beispiel herausstehend dann Mattis markiert, weil er für mich ein ganz gutes Rundumpaket bietet. Ich denke auch ein super bekannter YouTuber mit, glaube ich, 160.000 Abos oder 1000 PS. Also nicht nur rumfahren, sondern auch irgendwie einen Mehrwert bieten. Das ist für mich Infotainment. Dann haben wir noch die Kategorie Werkstatt. Also immer, wenn ihr was am Bike schrauben müsst und Werkstatt-Tipps braucht, für die nächste Kategorie. Dann haben wir noch Racing. Denke ich, ist klar. Da geht es um Rennstrecken fahren. Dann Kategorie Reifen, also Leute, die sich ein bisschen spezialisiert haben auf Reifen testen. Und dann haben wir noch die Kategorie Bullshit, aber da hat es auch nur einer reingeschafft. In den Kategorien habe ich, wie gesagt, immer, sag ich mal, so besondere oder herausragende Persönlichkeiten oder Kanäle markiert, wo ich denke, die haben vielleicht zu wenig Beachtung, verdienen mehr oder machen einfach einen sauguten Content. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht blenden wir zuerst mal Motovlogger ein. Da habe ich jetzt auch, wie ihr seht, Querli reingesteckt, weil ich nicht wusste, wo ich den hinpacken soll. Mit Abstand der größte Deutsche mit knapp 1 Million jetzt. Die packt er hoffentlich noch. Und danach dann Blackout mit über 400.000. Das sind so für mich die klassischen Motovlogger. Wie gesagt, die Liste mit allen Namen findet ihr dann am Ende vom Video. Die zweite Kategorie ist dann Infotainment, also da, wo es dann immer ein bisschen Mehrwert gibt. Und da, wie gesagt, habe ich mal markiert Mattis. Wurde er bekannt durch seine Cinematics. Ah ja, genau, die Cinematics habe ich vergessen. Also Videos, wo es einfach nur so eine Art Bike-Porn ist oder einfach schön zusammengeschnittene Compilations. Das wären dann die Cinematics. Dadurch wurde Mattis ja bekannt, denke ich. Und seit seinem Face-Reveal kann er ja auch ein paar mehr Sachen machen als früher. Und die macht er, finde ich, sehr, sehr gut. Deswegen ist er da irgendwie für mich herausragend, auch wenn 1000 PS, sage ich mal, mehr Abos hat. Aber die machen das ja in einem großen Team und auch hauptberuflich. Das ist für mich da schon wieder ein bisschen was anderes. Ja, dann Kategorie Racing wird hier immer beliebter, aber ist noch nicht ganz so beliebt wie normales Motovloggen offensichtlich. Da sticht sicherlich heraus der Murciano, ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. So ein kleiner verrückter Junge wird sicher mal der nächste Horst Seiger. So Richtung Road Racing, der geht ganz gut ab aus seiner R6. Ist wahrscheinlich auch vielen im Begriff. Wen ich da aber besonders herausheben möchte, ist eigentlich eher ein Instagrammer, Kenneth Ryder heißt er. Fährt auch eine R6 und aufgefallen, oder ja, nicht berühmt, aber einmalig für ihn war, glaube ich, seine Flugshow in Method. Ich blende euch mal das Bild dazu ein. Das Video gibt es natürlich bei ihm auf dem Kanal. Ist halt, wie er einfach mal abkürzt und so ein bisschen über die Curb springt. Richtig geiles Video, geiler Typ und für mich eben so ein bisschen herausragend deshalb. Ja, Kategorie Werkstatt. Da muss man eindeutig Sams Channel erwähnen, den habe ich auch vor 2-3 Monaten erst gefunden. Ich glaube, der Kerl ist gelernter Mechaniker oder so. Die Videos sind sehr, sehr gut, die sind auch relativ lang, sehr ausführlich. Und wenn ihr halt was für die Werkstatt braucht, solltet ihr da genau richtig. Da wird es eben en Detail erklärt. Und ich musste eine Kategorie machen, wo ich mich selber auch noch irgendwie reindrücken kann. Aber auch Rotti von Rottis Motovlogs macht sehr gute Erklärbär-Videos zum Thema Werkstatt. Ja, bei den Cinematics
Wie gesagt, hätte ich ja Mattis auch noch mal reinstecken können, aber ich wollte auch, dass mal andere Leute weiter oben rauskommen. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass die Cracking Mechanics, oder Cremac heißen die jetzt, in mehreren Kategorien vertreten sind. Die machen auch saugeile Cinematics, also gerade von so Trackday-Events und so, mit Drohnen und Pipapo, alles, also richtig geile Videos. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Bin ich da? Ah, ich glaube, ich hätte... Na, egal. Waren wir noch da. Ja, dann haben wir noch Kategorie Reifen. Da sticht für mich einfach Kurvenradius TV raus. Er macht mittlerweile auch ein paar andere Videos, also nicht nur Reifentests, aber ich glaube, damit wurde einfach bekannt, dass er mit der Super Duke so ziemlich jeden Reifen mittlerweile geschreddert hat. Die letzten Monate wurde es ein bisschen ruhig, aber ich habe auf Insta gelesen, er sammelt so ein bisschen für die Wintermonate, dass er da ein paar Reifentests parat hat. Wen man da vielleicht noch erwähnen muss, ist mopedreifen.de. Die haben so 4700 Abos und sind hier deshalb rausgefallen. Aber die machen das natürlich so, sag ich mal, professionell. Oder am professionellsten sogar. Und haben halt auch wirklich Ahnung, weil die im Verkauf von den Dingern arbeiten. Also auch da gerne mal vorbeischauen. So, ich glaube, jetzt haben wir es schon. Ja, Thema Motovlogger. Wie gesagt, also es sind Menschen einfach, die von dem Hype um ihre Person leben. So wie Querli, der halt auch echt geile Cinematics macht. Aber Querli, denke ich, muss man niemand vorstellen. Das ist einfach eine lebende Gottheit. Und... Ups. Querli. Ja, Blackout, Lukas Litt, David Boss. Die Leute sind ja bekannt. Also einfach vom Hype um ihre Person. Ach ja, wir haben noch die Kategorie Bullshit. Da hat es auch nur einer reingeschafft. Und zwar, wie heißt der Typ? Life of Danny. Digga, verkauf dein Motorrad. Du hast im Motorrad von einfach nichts zu tun. Scheiße, kann sich doch kein Mensch anschauen. Ja. So, das war's schon. Ich mache jetzt noch ein bisschen Quatsch auf dem Moped. Gleich kommen nochmal die Einblender, wie gesagt, mit der ganzen Liste. Ich lade die aber auch nochmal auf Facebook hoch, falls ihr es euch irgendwie runterladen wollt. Und mal alle durchchecken wollt. Ja, genau, als Intro. Falls ihr euch nicht in der Liste findet, es kann ja die Möglichkeit geben, ich habe da was übersehen oder so, dann schreibt einfach in die Kommentare, dass ihr auch einen Motorrad-YouTube-Kanal habt. Schreibt am besten dazu, was für Inhalte ihr habt und am besten teilt ihr halt das Video. Instagram, Facebook, was weiß ich wo. Dann könnt ihr vielleicht auch eure eigene Reichweite ein bisschen erhöhen und ein bisschen sichtbarer werden in YouTube. Ansonsten viel Spaß, danke. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch eine schöne neue Woche oder so. Ja, ciao. We'll be right back.